Stadt erwägt endlich, den zentralen Omnibusbahnhof wieder zu eröffnen. Und das alles nur dank der harten Arbeit, die du mit deinem Team geleistet hast. Glückwunsch. Wenn der Startschuss fällt, wird dir in den nächsten Wochen bestimmt nicht langweilig werden. Denn wir müssen das Netzwerk neu planen und anpassen. Momentan verhandeln wir mit der Denkmalschutzbehörde, ob die Umgehungsstraße von Old Town für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann. Und so wie es aussieht, stimmen sie... Ja, es fehlt immer so ein kleiner Ende. Und damit ein herzlichen willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Wir sind immer noch in Seaside Valley. Und wir machen heute weiter mit der Mission Gut angebunden. Es sind also tatsächlich wieder einige Dinge zu tun. Und zwar Zahltage erreichen. Und zwar halte einen Zahltag auf einer Route zwischen ZOB, Westfield und Steinig. Halte einen Zahltag auf einer Route zwischen ZOB, Siegwalden und Oakville. Halte einen Zahltag auf einer Route zwischen ZOB und Harbour und einen Zahltag zwischen ZOB, Schaffetterfield und Astrapark. Sprich, wir brauchen 4 Zahltage. Das heißt, was wir machen als erstes? Richtig, Routen erstellen. Und zwar fangen wir an mit dem ZOB. Ich muss gerade gucken, wo der überhaupt ist, jetzt, wenn ich ehrlich bin, weil der muss ja irgendwo hier. Warte mal, O-Town. Nee, O-Town ist es nicht. Hauptbahnhof. Zentrale Omnibusbahnhof. Rathaus. Müsste ja eigentlich. Rosenstraße. Wir müssen jetzt. Das müsste hier sein, ne? Zentraler Busbahnhof. Genau, da ist er. In Meierheim. Fangen wir also an, neue Haltestellen zu stellen. Wir fangen an, ZOB, Westfield und Steinegg. ZOB bauen wir ein. Dann nehmen wir Westfield mit rein. Genau. Und nach Steinegg. Steinegg, Kirche. So. Rein theoretisch könnten wir aber auch tatsächlich das ganze Ding in, schaffen wir das ganze Ding in einen Rutsch zu packen? Quasi alle Haltestellen, die da unten mit drin sind, also sprich Siegwalden, Oakville, Harbour, Schaffetterfield, Astrapark mit reinzupauen und dann quasi mit einem Zahltag die ganze Mission zu machen? Können wir versuchen, oder? Mal, probieren wir es einfach mal. Also, wir haben jetzt Westfield und Schaneck mit drin. Und dann geht's hoch nach. Zimmermannstor. Nehmen wir warte mal. Wir nehmen als nächstes. Versuchen es einfach, wenn ich ehrlich bin. Warum machen wir es nicht einfach? So, fangen wir an hier oben die Haltestelle, auf jeden Fall den ersten Teil. Dann gehen wir mit Siegwalden und Oakville weiter. Wir sind jetzt in Steinegg. Zimmermannstor. Wir nehmen Hauptbahnhof. Schaffetterfield mit rein. Dann. Was haben wir denn hier noch? Schubakon haben wir nicht mit drin, ne? Fischgrund. Oder warte mal, wir nehmen jetzt hier oben wieder raus. Wir nehmen den Hafen. Dann haben wir den Hafen, genau. Hafen. Verwaltung. Wir nehmen den Hafen mit rein. Dann haben wir die Route 3, dann müssen wir Siegwalden und Oakville. Ne, wir nehmen jetzt erstmal. Stockerplatz. Wir nehmen Astrapark mit rein. Dann nehmen wir Siegwalden. Oakville. Zentrum. Oakstraße. Oakville. Schaffetterfield. Warte mal. Das ist hier. So, Westfield, Steinegg haben wir drin, Siegwalden haben wir drin, Oakville haben wir drin. ZOB Harbour, Schaffetterfield, Astrapark. Müsste eigentlich alles drin sein, an Haltestellen. Steinegg. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. So, wir nehmen ein Vollzugfahrzeug drin. Nehmen wir mal mit rein. So. Und fliegen wir kurz rüber zum ZOB. Wie gesagt, theoretisch müsste eigentlich alles gehen. Zentraler Busbahnhof. Ich weiß jetzt nicht, ob wir tatsächlich alle
halt, ob wir jetzt tatsächlich alles auf eine Route packen können oder ob wir vier verschiedene Routen nehmen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Rein theoretisch müsste es möglich sein. Es ist ja Jacke wie Hose, wie wir es machen. So, ich gucke jetzt gerade, wo wir mal, während wir ein Schild haben, weil ich brauche kurz die Haltestelle. Das ist jetzt der ZOB. Wir brauchen ja drei Theorien schon nicht abzufahren. Ich gucke gerade, ob der hier. Route 12, ja, kommt in 25 Minuten an. So, ich möchte hier, hallo, ich möchte einsteigen. Moin, moin. Oh, hallo, Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nein, ich fahre selber. Rein theoretisch, wenn wir Zeittag erreichen, müsste eigentlich heißen, dass wir alle Missionen. So, rein theoretisch müsstest du, wenn wir jetzt einen Zeitraum bekommen, eigentlich alle die Mission als schon als erledigt aufploppen. Versuchen wir es mal einfach. Wie gesagt, ich denke, jetzt versuche jetzt ein bisschen einfacher zu denken, als mir das Spiel so ein bisschen vorgibt. Aber wie gesagt, es lässt ja ein bisschen Interpretationsspielraum. Ja, deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal an. Das müsste mir jetzt eigentlich gleich anzeigen. Vielleicht schaffen wir es ja schon. Ich werde die Route auf jeden Fall zu Ende fahren. Das ist, wenn wir wirklich alles erledigen, dann haben wir es nämlich in einem Rutsch erledigt schon. So, es geht nach Peacekogel Grange. Machen wir, wie gesagt, was für einen Krieg. Das wäre geil, wenn es funktionieren würde. Dann könnte das nämlich einfach kopieren. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Du hast. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sah das gerade so ein bisschen merkwürdig aus. So. Gibt es noch Altstätten? Die Haltestelle ist ja zu. Entschuldigung. Da vorne ist die nächste Haltestelle. Das ist nämlich dieses Peacekogel Grange. So. Na, noch nicht ganz. Dann ist es doch die nächste Haltestelle. So, Fahrkarte darstellen. Okay, keiner der. Ja, bitte einsteigen. Okay. So, ich mach mal kurz, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir nehmen jetzt mal, machen mal kurz eine Fahrkartenkontrolle hier. Und direkt den ersten. Hast du das Zentrum von Sonnstein in der neuen Stadt? Und den nächsten hinterher. Der Leidenschaft erkannt? Augenblick. Da. Hier, bitte. Mein Sohn hat seine Prüfung hinter sich. Ich hoffe, er bekommt gute Noten. So. Du hast schon, ne? Ja. Gut. Ich muss noch ein paar isotonische Getränke besorgen, bevor ich losgehe. So, okay. Ja, wie gesagt, wenn er jetzt clever ist, sagt er uns gleich. Sagt uns gleich, wir sind fertig. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller wäre. Bist du nicht. So. Stein der Kirche. Wie gesagt, rein theoretisch müsste es eigentlich das Thema schon erledigt sein. So einfach sollte die Mission relativ. Die Mission sollte relativ einfach sein. So muss ich nicht viel. Ansonsten, der Zeitanwärter sagt mir jetzt gerade, ich muss vier verschiedene Routen machen. Warum denn nicht einfach alles mit in einem binden? Mal schauen. So, Schule. Ja, die Haltestelle ist natürlich nicht für uns. Ach Mensch, mein Flugzeug.
das ist natürlich bitter. Das habe ich auch schon ein paar Mal durch. Ich habe das vor 2 Jahren, 3 Jahren, als Corona anfing, habe ich das auch durch. Da sollte ich innerhalb von, glaube ich, einer Woche 4-mal fliegen. Also einmal hin, zweimal hin, 2-mal zurück. Und da wurden mir, glaube ich, auch sämtliche Flüge gestrichen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn ich vor allem drauf freut und dann so ein Tag oder zwei vorher das Ding gestrichen wird. Nervt halt. Ja, ich habe das Stück gesehen, keine Sorge. Ah, oh, ernsthaft. Oh, war mir nicht klar. So. Das ist ein bisschen sehr laut manchmal. Ach, dauert jetzt noch einen kleinen Moment, bis wir in Steineck sind. Und da wird sich entscheiden, ob wir die Mission tatsächlich schon als abgeschlossen betrachten dürfen. Oh ne, das war jetzt die Haltestelle schon. Und dann hoffe ich, dass es klappt. Ansonsten müssen wir nämlich gleich umbauen. Ansonsten müssen wir gleich sagen, ah, wir müssen so nochmal anfahren. Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Der war köstlich, sag ich Ihnen. So, mit dem Rollstuhl dabei. Meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren. Aber ich habe in meinem Leben genug Kuchen gebacken. Ich weiß, dass die frische Eier... Mission geschafft. Ich habe auch schon eine neue Mission für mich. Einfach clever gedacht. Die Verwaltung hat kürzlich mit der Handelskammer geredet. Sie möchten, dass du Strecken entlang der dicht befahrenen Umgehungs- und Ausfallstraßen der Stadt anlegst. Entlang dieser Straßen wollen sie den öffentlichen Nahverkehr erheblich verbessern, um die Geschäfte der örtlichen Gewerbebetriebe anzukurbeln. Solltest du das in den nächsten Wochen hinbekommen, ist sogar ein Bonus. Einfache Fahrt, bitte. Ja, also wie gesagt, wir haben die Mission schon geschafft. Wir fahren nur noch mal zu Ende schnell. Ich weiß, ich habe den Rollstuhlfahrer schon gesehen da hinten. Ich fahre nur ein Stück vor. Die Tür kurz öffnen. Nein, das war die falsche. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fastfood, Junkfood. Ah, ich glaube, ich schon Fahrerei. Streetfood. Ja, es ist einfach nur simpel gedacht, ne? Ich dachte mir, warum müssen da alles hinten auf eine... Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. So, gucken wir mal rauf. Die nächste Mission heißt dann immer im Kreis. Die werden wir tatsächlich, wir haben sogar schon die erste geschafft davon. Erreiche eine neue Gesamtzufriedenheit von 3. Aha, okay. Das heißt, wir müssen 10 Gebus kaufen. Taltag auf der Route, Taltag auf der Route. Das ist relativ easy erledigt, eigentlich, diese Mission. Ach echt? Drohnenschwarm, okay. Also, wir fahren jetzt erstmal kurz zu Ende. Und dann geben wir die nächste Mission in Folge an. Ja, Hafenverwaltung, das ist die nächste Haltestelle. Wie gesagt, es ist einfach nur simpel gedacht. Moin, moin. Wir haben sie geschafft. Ja, wir haben sie innerhalb von wenigen Minuten geschafft. Ich habe jetzt 5 Minuten, 6 Minuten, 10 Minuten vielleicht. Also, warum alles immer kompliziert denken und mal kompliziert machen? Wie gesagt, wir hätten auch sagen können, oh, wir bauen jetzt 4 Routen, fahren jetzt 4 Routen hintereinander weg. Nö, wir fahren einfach eine Route und hauen einfach alle Stadtteile in diese Route, die mir vorgegeben wird. Und das werden wir gleich mit der nächsten Route auch machen. Und dann haben wir sind sie relativ zügig erledigt. Wie gesagt, man friert man einfach die ganze Mission ein bisschen auseinander und dann bastelt man sich die Routen zusammen. Gut, jetzt heißt es mal gleich, wir suchen die Haltestelle. Aber das kriegen wir schon hin. Ich mache mal kurz mein Fenster auf. Ich sage ja, ich bin immer gerne jemand da, der auf dem Fenster fährt. Ich habe schon gesehen.
Ja, was wir als nächstes machen müssen, ist einen CNG-Bus kaufen. Das werden wir auch gleich tun. Okay, der lässt sich sogar rein. Dankeschön, mein Freund. Mukus. So, auf der Brücke. Hier sind wir nämlich rechts, das ist der Kreisverkehr, wo wir gerade durch sind. Ja, ich bin ja ziemlich froh, dass der Bus-Simulator so gut ankommt bei euch. Freue ich mich, dass er... Deswegen macht es ja auch immer Spaß, wieder neue Folgen aufzunehmen, weil ich weiß, es gibt Leute dahinter, die sich das angucken, die da auch Spaß dran haben und vor allen Dingen, denen ich helfen kann. Es gibt ja einige, die tatsächlich auch in der, ich bin in der Facebook-Gruppe drin, vom Bus-Simulator, die immer fragen, weil sie bestimmte Missionen haben, ja, wie gehe ich die an, wie mache ich die und alles drum und dran. Da der Flughafen jetzt so leicht zu erreichen ist, kann ich meine Enkel in Wien öfter besuchen. Ja, wie gesagt, natürlich, dass ich dann euch zeigen kann, immer, so geht die Mission, so kann ich euch die, so kann ich, müsst ihr die machen, so geht die einfach an und dann ist es relativ easy zu erschaffen. Und ich freue mich, wie gesagt, dass ich Leuten helfen kann. Und dafür ist dieses Let's Play ja auch gut, durchaus gedacht. Leute, die jetzt da so ein bisschen dran hängen an einer bestimmten Mission. Ich glaube, in der vorletzten war es jetzt. Ich mag Züge zum Beispiel. Da haben einige Leute dann gesagt, was muss ich da machen? Zack, fertig. Haben sie gesehen? Gut, das haben wir gebraucht, 35 Minuten oder so haben wir die gebraucht. Und jetzt, so wie gesagt, wenn wir die in einem Rutsch hier durchfahren, diese Mission, das werden wir mit der gesamten unterwegs dann auch machen. Wir brauchen einfach nur einen Zeittag zu erreichen. Warte mal, ich muss mal gucken. Hier müssen wir rein. Und dann ist es eigentlich durchaus kein Problem. CG-Bus kaufen, dann noch. Und dann halt einen Zeittag auf zwei Routen durchschaffen. Wie gesagt, bauen wir die einfach um eine. Und dann ist es kein Problem. So. So, jetzt hier mal der Graue da gerade raus, weil der Grüne? Ja, hier, links. Rauskommt. So, wir sind ganz an. Wirklich? Ich hab gewonnen! Du liebe Zeit! Moin, moin! So, hier ist die nächste Haltestelle. Zeittag. Die Mautners und die Sonnleitners haben sich schon gestritten, als ich noch ein Kind war. Wie viel haben wir da mittlerweile eigentlich als 13.800? Okay. Normale Fahrkarte, Tageskarte. Durch den neuen Flughafen kann ich zum Urlaub überall hin, bitte. Studententicket, einfache Fahrkarte. Perfekt.
Der hat schon seine Kohle. Perfekt, passend hingelegt. So, Stockerplatz. Dauert jetzt ca. 8 Minuten, weil wir jetzt einmal wieder aus dem Hafen raus müssen. Ich habe ja... Oh, da hat jemand vergessen rauszusteigen. Normalerweise macht man das an der Haltestelle, Kollege. Aber ich bin mal so frei, lasse ich mal hier raus. Ja, eigentlich nicht okay. Das habe ich ein paar Mal schon gesagt. So. Lass mich schön durch, jawohl. Na gut, wir kriegen jetzt ein bisschen Kohle rein. Natürlich nicht die. Wir brauchen ja nochmal einen neuen Bus gleich. Also, was heißt gleich in der nächsten Folge dann? Es wird. Ganz langsam, es wird. Ups. Ich kann ja jetzt gerade rüber. Da durch drüber zu fahren. Ja, wie gesagt, jetzt geht's auf Stockerplatz. Zimmermann zu Hause, wir sind jetzt eingestellt, also die neuen. Das sind jetzt noch vier. Das sind jetzt vier Haltestellen noch. Stapeln Sie die Burger so hoch. So. Ja, habe ich. Hat gefunden. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Habe ich keine Zeit für, ich muss euch ja durch die Gegend fahren. Habe ich eine Fahrkarte gekauft? Keine Ahnung, wäre vielleicht ganz vor ein Vorteil, ne? Wie gesagt, schade, dass ich Leute beim wiederholten Male von irgendwelchen Aktionen nicht rausschmeißen kann. Ich glaube, ich habe die vorletzte Folge, wo das war, wo ich glaube, zwei oder drei Türblockierer bei mir hintereinander weg hatte, aber ich dachte, ey, bei dem dritten bisschen spät ist es rausgeworfen. Ja, starker Platz. Das ist ja gut, wie gesagt, das ist ja immer so, dass wir jetzt gerade einer. Dass wir jetzt eine Haltestelle. Wo ist Stadtteil? Komm, ich stelle mich einfach hier auf die Brücke. Wurde einer eingepennt. Ich muss gerade gucken, wo der ist. Hier ist der. Moin, Chef. Komm, ich mach mal den Fackel und mit auf der Brücke. Oh, eingepennt und dann direkt nur ohne Fahrkarte. Ich brauch dich. Hier ist die Fahrkarte. Jo. Hast du schon kontrolliert? Das ist okay. Einen Augenblick. Wo hab ich denn? Ah, hier ist sie ja. Ah, hier, bitte. Also zwei direkt negativ im Unfall gut eingeschlafen. Das kann immer mal passieren, im Bus. Das ist auch schon mir in Real Life passiert. Wie gesagt, ja, die Leute, die mich kennen, ich bin Busfahrer tatsächlich. Ich komme hier nicht zum Jazz Festival. Es gibt keine Band, die ich unbedingt sehen will. Da habe ich auch schon, weil ich habe zwei Mädels gehabt, die sind aus Hamburg gekommen, die den ganzen Tag nur unterwegs waren. Ich habe, was haben sie gesagt, 12 Kilometer oder 15 Kilometer gewandert. Die waren komplett durch, die habe ich da mitgenommen.
Und die sind mir, glaube ich, auf dem halben Weg unterwegs eingepennt. Und ich habe die vorher nicht mehr gesehen. Ich dachte mir, wo sind denn die? Sitzen die jetzt unten? Sind die am Saufen oder so? Ich bin dann ausgestiegen. Also ist dann aufgestanden. Habe ich nach hinten geguckt. Nur die waren einfach am Sitz und schlafen. Dann habe ich die geweckt. Aber wir mussten hier hin. Also eine vorletzte Haltestelle. Wir mussten hier hin. Ja, wir müssen da und da hin. Okay, kein Problem. Fahre ich noch. Ich wollte nur wissen, ob es euch gut geht. Und dann ist es okay. Manchmal ein bisschen. Und man muss sich auch ein bisschen um Fahrgäste mal kümmern. Ein bisschen mal einfach mal schauen. Gut, hier wird es ja angezeigt. Wenn einer hat zum Beispiel. Wir sind im Astra-Park, ne? Oh, ja, ist ja gut. Ich liebe solche Leute. So. Gut. Also hätte ich mir die Route schon länger abbrechen können. Aber ich fahre es jetzt einfach mal zu Ende. Und zeige euch, wie gesagt, so ist es am einfachsten zu machen. Das heißt, am einfachsten dort einfach nur alle Stadtteile einzubinden, in die Routen gucken, was er braucht. Nehmt die Stadtteile mit. Schafft einen Zahltag. Das hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. So, da hinten ist schon der Stockerpark. Hier hinten links, ganz ab hinter der Karte. Ich bin auch schon angezeigt. Hast du schon einen neuen italienischen Restaurant? Die haben tolle Salat, beim das beste Brot. Ich lasse jetzt den Limiter drin. Nicht, dass ich hier geblitzt werde. Das wäre natürlich blöder. Bisher ist es noch nicht gekommen. Weder in Angel Shores, noch hier in Seaside Valley haben wir bisher einen Blitzer bekommen. Den haben wir beim Bus-Simulator 18 haben wir tatsächlich öfters mal einen Blitzer mitgenommen. Aber da war ich noch nicht so ganz drauf. Geht mal schneller jetzt da! Mein Gott! Komm, Chef! Das mache ich übrigens nur im Spiel. Ja. Ich habe oft genug Leute, die wirklich genau in dieser Geschwindigkeit über den Fußgängerweg oder meinte, dann muss man halt manchmal ein bisschen Geduld haben. So. Haltestelle kann man schon ausgebaut. Oh nein. Wiedersehen. Ich habe in meiner anderen Hose vergessen. Wieder ein weiterer Zahltag. Ich liebe die Sonne. So, 8,20 Euro. Noch einer. Oder du schon wieder. Alter, du hast ein bisschen einen vollbesetzten Linienbus. Mach die Mucke aus. Ja, ist es. So, was ich euch gerade erzählen wollte, von wegen Fahrgäste ETC, Belästigung, das, was ich jetzt gerade getan habe. Wie gesagt, ich würde das ja schon abraten, als Busfahrer das sowas jetzt machen. Ich kenne eine Geschichte aus die mein Prüfer mir mal erzählt hat. Und zwar ist ein angehender Fahrer in einer Prüfung gewesen. Ist durch eine enge Straße gefahren und hat dann einen Fahrradfahrer vor sich gehabt, einen älteren Herrn, der ein bisschen nicht so schnell konnte. Dann hat dieser Prüfling das Fenster runtergemacht, hat laut rausgerufen, ey Opa, fahr mal schneller. Mag vielleicht witzig klingen, mag vielleicht witzig sein, ja. Der Prüfer hat gesagt, hier ist Ende, fahren Sie rechts ran, Thema erledigt, Prüfung ist durch. Geistig nicht geeignet als Fahrer. Weil solche Situationen darfst du niemals machen. Du darfst niemandem irgendwelche blöden Sprüche sprechen. Und ich würde es auch jedem angehenden Busfahrer und jedem Busfahrer in Mühlef abraten, es zu tun. Du hast manchmal echt solche Situationen, wo halt bei mir kommt es sehr, sehr oft vor. Halt auch das Thema mit dem Fahrradfahrer. Ich bin in Städten gefahren, da sind
Fahrradfahrer sehr langsam unterwegs, gerade weil es ältere Leute sind. Es nervt, ja, man bleibt auch dahinter. Auch als Autofahrer nervt das, um Gottes Willen, aber bleibt bitte dahinter. Probiert nicht, irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwo da vorbeizufahren oder was auch immer. Lasst den Fahrradfahrer einen Unfall vor euch nehmen, euch etc. Der wird sich sehr, sehr schwer verletzen. Und wie gesagt, unterlasst es, solche blöden Sprüche zu drücken. Auch wenn es manchmal sehr einladend ist. Ja, nur so. Mal als kleine Anekdote zu dem Thema. So, okay. Wir sind jetzt schon wieder unterwegs Richtung Siegwalden, also Richtung Siegwalden-Lido. Ich habe jetzt nur einfach eine Haltestelle in diesem Stadtteil mal rausgepickt. Es dauert doch relativ lange, die Route, ne? Muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so lange unterwegs ist. Nur noch eine Prüfung, dann bist du fertig. Aber es sind noch zwei Haltestellen. Also drei, bitte jetzt. Da ist die Qualten. Ich glaube, die nächsten sind relativ nah beieinander. Das ist jetzt so wie dem Hafen, weil der, den ich da mal da anbieten musste, einbieten musste. Ach, da ist der Rollstuhlfahrer noch, ja. Der will jetzt auch mal ausstellen. Hi. Ich kann die. Ich mehr als eine. Ich kann die Scheiß. Ich kann die scheiß Rampe nicht ausbauen. Nicht ausfahren, weil die blockiert wird. Mach ich gleich, Sekunde. Danke. Jo. Hey, eine Fahrkarte bitte. Alles klar. Noch eine Fahrkarte, alles klar. Warte. Seniorenticket, Tageskarte, okay. So. Tür zu. Ich fahre nur eine kleine. Ich fahre nur einen Meter vor. Ist mir schon. Oh, die Tür war schon zu. Warum geht man nicht vorher raus? Tschüss. Aber das ist halt das Thema mit dem Reindringen in den Bus, obwohl da Leute noch aufsteigen wollen. Ich habe den deutschen Fahrer nicht vergessen. So. Ich muss nämlich erst den deutschen Fahrer rauslassen noch. Wenigstens gibt es bei Doris keine Ananas auf der Pizza. Ich hab doch nicht so Ananas ist cool, ist lecker. Ich liebe Pizza dabei, muss ich sagen. Ich meine, da scheint sich immer ein bisschen die Geister, ne? Aber. So. Hochstraße. Dankeschön. Die hat mich jetzt tatsächlich vorgelassen. Der fährt zum Fischgrund, der Bus, der uns gerade entgegengekommen ist. Oh, könnten Sie mich bitte schnell noch rauslassen? Eigentlich nicht. Na? Okay. Geht doch nicht, oder was? So, nächste Haltestelle ist die Hochstraße und dann kommt Zimmermannstor und dann ist sie. Sie haben da eins vergessen. Ich habe da nichts vergessen. Ich habe es gefunden. Habt ihr gemerkt oder nicht? So, jetzt geht's auf die Balken. Beziehungsweise wieder rein. Hochstraße. Hey! Haben Sie ein Schlaglochsuchgerät? Ja, yep. Ich habe es doch eben schon gefunden. Nein, meine Frau hat sich in meiner alten Hose vergessen. So, wir haben mal was essen. Aber ich nehme jetzt noch ein bisschen auf und dann fütter ich noch ein bisschen was. Ich habe eben FIFA aufgenommen, die ja halt ziemlich zeitgleich mit diesem
mit dem Let's Play ausgelaufen sind, mit dem Bus-Simulator ausgelaufen sind. Heute ist quasi Montag. So, gut. Sind jetzt gleich fertig. Also wie gesagt, ein Tier und ich könnte hätte die, locker die, die rote Feuer schon abbrechen können. Wir sind ja aus Gründen zu Ende gefahren, einfach weil ich jetzt Bock drauf habe, weil wir eh sonst, weil wir eh schon fertig wären. Wir hätten die in 5 Minuten fertig fahren können. Die Folge, die Mission. Solange ich sage, viel länger dauert sie nicht, wenn man die Zeit da hat. So, Hochstraße, da müsste es eigentlich durch sein, oder nicht? Ach nee, das ist auch der Aufwand noch. Und da Leute stehen. Fast, ja. Ihr könnt das ganze Ding uns auch im Koop-Modus spielen. Aber wir spielen es jetzt im normalen Modus. Im Einzelspieler-Modus. Kann ich mich auch ein bisschen besser darauf konzentrieren. Ich spiele gerne Spiele natürlich im Koop-Modus, klar, aber hier spiele ich jetzt mal wieder was Einzelnes. So. 14 Uhr. Oh ja, die neue Folge FIFA kommt raus um die Uhrzeit. So, nächstes Mal ist das Zimmermanns. So, fahren wir zum Hauptbahnhof noch und dann ist hier Sender für heute. Wir sehen uns dann, da geht es mit der nächsten Folge weiter. Morgen geht es noch weiter mit der nächsten Mission, die ja schon ziemlich am Anfang eingeploppt wurde, aufgeploppt ist. War ja schon den ersten von 4 Teilen erledigt haben. Jetzt fehlt es noch ein Zwingebus und dann zwar ein Zeittag auf den roten. Dann passt das. Jetzt fängt das auch noch an zu regnen, ernsthaft. So, müssen wir ja jetzt. So, Seaside Valley, da vorne ist der Hauptbahnhof, ist ja nicht mehr so weit weg, der Hauptbahnhof. Ist jemand, der so eingepennt oder hat? Ich kann meine Fahrkarte nirgends finden. Ich guck mal gerade, wie ich eingeschlafen bin. Ich liebe solche Straßen. So, jetzt mal schön hier durch. Also gut, es sind Einbahnstraßen, das heißt, es kann ja jetzt eigentlich nichts entgegenkommen. Letzte Woche mit meinen Kindern ins Planetarium gegangen. Sie fanden es toll. Das Wetter ist natürlich toll. Die Straße wird jeden Tag katastrophaler. Ja, es geht eigentlich. Aber die Haltestelle ist direkt da vorne jetzt, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Die ist eigentlich gleich da. Und das pünktlich.
oder irgendwelche Zwischenfälle. Wie gesagt, wir haben die Aufgabe gelöst. Ich muss nicht alle Routen auf einmal fahren. Wir haben eine Route aufgebaut, haben alle Haltestadtteile mit reingebaut und haben den Zeitplan gerecht. Und damit sind wir wieder am Zimmerstor am Hauptbahnhof. Oh nein, ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Ach nee, das ist ZOB, hätten wir reinfahren müssen, da hat sie runtergestattet. Es gibt nichts über einen König. Aufgabe erledigt, liebe Leute. So, das war der Bus-Simulator für heute. Wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt, mit der nächsten Mission. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten wollt. Bis dann.